Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil aus Schweden und diesem letzten der Allradmonster. Dann sind wir durch und können quasi morgen mit einer neuen Klasse beginnen. Naja. Los geht's. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet, habe ich aber auch schon in der letzten Folge erzählt. Tag wird aber nicht so lang wie der gestern. Wir waren gestern über 25 Minuten oder so. Das wird heute nicht so lang werden. Ja, die Rennen um einiges kürzer werden. Die ganze Zeit ein bisschen rausholen können. Wir waren jetzt immer dann über 90 Sekunden. So, der gleich der. Sind wir durch hier mit dem Teil? Wunderbar. So, am Ende sind es genug, ziemlich genau 36 Sekunden.
Das reicht zumindest, um eine gute... wieder die Zeit auszubauen. So. So, weiter geht's mit 4,5 und jetzt ist es deutlich kürzer. Es sind zweimal relativ kurze Strecken. Dauert jetzt wieder alles einen kleinen Moment. Ja, genau. Und dann so, dass ich da wirklich... Oh, Moment, warte mal. Er fährt zurück. Jawohl. Mit ein bisschen Glück doch noch wieder auf die Beine gekommen und auf die Räder. Wieder ein bisschen aufholen, das kriegen wir aber hoffentlich hin. Links 5, 60, rechts 3, durch 6, in links 5. Aber nicht so. Rechts 4, in links 4, durch 6. Achtung, rechts 3, durch 6. Links 4, über Welle. Rechts 3, über Welle. In rechts 4, lang, durch 6. Links 5, über Welle. In rechts 4, lang über Welle. Kurve links 4, 60. Rechts 5, Senke. Links 5, lang, Kurve. In rechts halb, über Kurve, 60. Achtung, links halb, über Kurve, Sprung. Links 4, in rechts 5, durch Senke. In links 4, über Kurve. Rechts 5, über Welle. Links 4, lang, durch Senke. In links 3, über Welle. Rechts 4, über Welle. Links 6, durch Senke. In rechts 5, über Welle. So. In links 6. Links 4. In rechts 1. In rechts 5. In links 6, dann 200. Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts 4, lang über Welle. Kuppe links 4, 80. Sie konzentrieren jetzt gerade. Rechts 5, lang, Senke. Links 5. Rechts 4, Kurve. Links 3, lang, über Welle. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar.
So, geht jetzt sofort weiter mit dem zwei nächsten Teil hier. So, weiter geht's heute mit einer Strecke 4,52 Kilometer, die immer noch kürzer sogar ist als. Ja. Rennnummer 7 oder WP Nummer 7, so rum ist es richtig. Gehen wir rein. Wenn wir an namhaften Wettbewerben teilnehmen wollen, brauchen wir einen guten Ruf. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Rechts 5, in links 6. Ja, es ist Gott sei Dank heute nicht so rutschig, weil mehr Asphalt im Schnee ist. Vorletzte Rennen für heute, vorletzte Rennen für diese Klasse hier. So, der Abstand ist aber groß, dass wir jetzt wirklich nochmal eine Zeit dazu packen können. Nur im ersten Rennen hatte ich ein bisschen Zweifel. So, Ziel ist durch, erreicht. Alles klar, langsam für den Marshall. So. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut, dann geht jetzt ins allerletzte Rennen sogar. 6,14 Kilometer hier.
Das allerletzte Rennen für die Allradmonster und halt bei den Allradmonstern. Den Marshalls wurde nichts gemeldet. Sollte ein sauberes Rennen werden. Unter 4 Minuten die letzte Zeit. Ja, schön. Einfach mal komm, 4 Sekunden hier. Rechts 6. Links 6. Senke 80. Kuppe. Ah, kriegen wir wieder aufgeholt, hoffentlich. Achtung, links 4 über Kuppe. Rechts 3 durch Senke. Abzug 2. Kuppe. Links 4 über Kuppe. Abzug. Rechts 5 hin. Links 3 durch Senke 60. Rechts 5 Welle 60. Rechts 6 über Welle. In links 5 lang über Welle. Ein bisschen auf die Bremse, dass wir die 2 rausrutschen. Wir haben die Zeit schon wieder rausgeholt. Auch die 4 Sekunden Zeitstrafe, die wir da gerade bekommen haben. Egal. In links 6, über 60, rechts 6, links 6, im Kehr, links. Kuppe, 60. Welle, links 5, 60, rechts 3, durch Senke, in links 5. Rechts 6, Baustelle hin. So. Rechts 6, über Weg, 60, rechts 4, über Kuppe, in links 5, durch Senke, Oberkuppe, rechts 4, rechts halten, über Kuppe, Sprung. Links 4, in rechts 2, lang, über Weg, Kuppe, links 3, durch Senke, Kuppe, rechts 3, durch Senke. Achtung, links 4, über Kuppe, rechts 3, durch Senke, macht zu, 2, Kuppe. Links 4, über Kuppe, 80, rechts 5, über Weg. Links 4, lang, durch Senke. Ja, das können wir hinkommen. Deswegen holen wir uns. Holen wir uns die volle Punktzahl. 75 dann sind es insgesamt. Wir könnten auch demnächst mal neue Autos gucken, dass wir vielleicht ein paar neue Autos organisiert bekommen. Für die nächsten Klassen. Rechts 5, in Kehre, links, lang, macht auf. In rechts 4. Mal gerne die Garage aufräumen danach. Links 3 durch Senke, Kuppe. Rechts 3 durch Senke. Rechts 5 hin. Links 3 durch Senke, 60. Rechts 5, Welle, 60. Welle, links 5, 60. Rechts 3 durch Senke, in links 5. Rechts 6, über Welle, in links 5, lang über Welle. Kuppe, Welle, rechts 6, 60. Weiter geht's. Alles positiv bisher. Alles grün. Ich habe vor schon 21 Sekunden. So viel haben wir nicht mehr zu fahren. Und das sind wir durch. Oh, wir sind durch. Oh, wir haben sogar ein bisschen verloren am Ende nochmal, aber. Ja, 2 Sekunden letzten Mal habe ich noch. Aber ist egal, 19,5 Sekunden der endgültige Vorsprung. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Yes. Wir sind durch. Jawohl. Und wir sind Level 47 und zwar phänomenal.
Unglaublich, du kannst jetzt an der historischen Legendenmeisterschaft teilnehmen. Viel Glück. Danke. Das ist der Meisterschaftsrückblick. Ja, 75 Punkte war es am Ende. Wir haben das Ding gerockt, liebe Leute. Na, ja, außer dem ersten Rennen. Aber wir haben es hingekriegt. Das ist das Wichtigste. So, viel haben wir nicht mehr. Und dann sind wir bald durch. Wir haben jetzt noch die historische Superserie mit 3 Cups. Und dann geht es in die historische Legendenserie noch am Ende. Und dann sind wir hier durch. So, ich habe jetzt erstmal vorgehabt, dann habe ich nämlich fast alles durch. Und dann geht es erstmal bald schon an die Triple Crown. Also ich gucke jetzt aber gerade, dass ich meine... das war eigentlich nicht der Plan, so. Karriere, ich wollte eigentlich in die Garage gucken. Fahrzeuge, da, Garage. So, Fahrzeug verkaufen. Ja, bitte. Fahrzeug verkaufen. Fahrzeug verkaufen. Muss mal alles weggeben. Historischen Rallye. Ich werde mir jetzt gleich nochmal ein historisches Rallye-Fahrzeug kaufen. Fahrzeug verkaufen. Ich würde mir das Auto gerne abgeben. Mal was anderes fahren. So, Autohaus. So. Kann ich ihn nicht kaufen? Dass ich keine historischen Fahrzeuge kaufen. Ich dachte, ich könnte mal so historische Dinger kaufen, aber irgendwie will er das nicht. Mhm. Okay, die könnte ich halt sicher holen. Ich habe 205 GTI. Mini Cooper S. Die kann ich auch gar nicht kaufen. Calibra und so. Forzera ist das. Ah. Dann gönnen wir uns einen BMW. Wir haben ja Kohle ohne Ende, wir haben ja 5 Millionen oder so noch. H3 Heckantrieb. Gruppe B. Gönnen wir uns mal einen Ford S200. Dann haben wir jetzt auch einen Opel Manta. So, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Events, Karriere. Was müssen wir denn hier fahren? Historic Valley, okay. Naja, wie auch immer sei. Den nächsten Teil sehen wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Bis dahin und tschüss.